Und wir spielen heute wieder Mein Sie 2. Wir sind hier gerade ja gestorben. Für mich ist das gerade eine Minute her, für euch eigentlich ein Tag müsste, wenn ich das richtig deute. Aber jetzt seht ihr mal, wie das hier so geht. Da drückt man hier auf seinen Zombie-Kopf, dann kann man sich hier aussuchen, wo man spawnen will. In Romero, in Portsmouth, Sirius oder Frostbane. Und normalerweise spawne ich immer hier. Weil dort Asyndia in der Nähe ist. Aber ich werde jetzt heute mal nach Romero gehen. Und mal sehen, vielleicht kommen wir nach Romero. Romero? Romeo? Ach, egal. Dort vorne ist dieser Turm, den hatte ich beim ersten Mal auch. Und da drinnen gibt's Heiltränke. Da habe ich die zwei Heiltränke her. Ich hoffe, hier ist wieder eins drin. Leider plus 9 Ranged Attack Damage. Das ist ziemlich gut. Ich habe da nie drauf geachtet, aber vielleicht ist das ein besserer Bogen als normal. Also plus 9, das ist auf jeden Fall gut. Aber das Schwert haben wir nicht so ein gutes. Also, das letzte Mal bin ich, glaube ich, in diese Richtung gegangen. Und da kommt man nach. Oder nein, ich glaube, ich bin in die Richtung gegangen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wir können gleich mal gucken. Wenn wir hier runterspringen, haben wir ein kleines Problem. Deswegen machen wir das mal nicht. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Kiste da unten schon respawned ist. Das wäre ziemlich cool. Oh mein Gott, sind hier viele. Hier sind richtig viele in der Nähe. Zum Glück ist PvP hier nicht an. Okay. Die Kiste ist leider nicht respawned. Dann gehen wir einfach mal so weiter. Mit einem Bogen ohne Pfeile. Pfeile wären auf jeden Fall richtig praktisch. Weil dann könnten wir die so halbwegs besiegen. Ich sehe nichts. Ich gehe rückwärts. Egal, nee. Habe ich wieder Bullshit gelabert? Ich gehe hier gerade im F5. Einfach damit ich mehr sehe und ihr auch. Dort hinten ist eine Kiste. Ach komm, scheiß drauf, dass die Zombies gleich kommen. Wenn man sprintet, geht die Levelbar hier unten ja hoch. Die Level zeigen an, wie viel Trinken man hat. Huch, ich darf mir das nicht färben. Ja, dann werden sich die Mainz-Experten und euch eh denken. You can use. Ach, so ist. Das ist natürlich praktisch, dann brauche ich das gar nicht. Wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung. Vielleicht treffen wir irgendeinen Spieler oder sehen irgendeine große Stadt, wo wir uns ein bisschen erkunden können. Ich glaube wirklich, dass es in die Richtung nach Isyndia wieder geht. Aber ja, ist ja eigentlich eine gute Stadt, wie schon gesagt. Und oder? Nein, ja, hier bin ich definitiv das letzte Mal lang gegangen. Da habe ich nämlich auch gedacht, dass ich zu dieser einen Stadt mit den Sphinx gehe. Hylia heißt die, glaube ich. Da würde ich auch eigentlich gerne mal hin. Die ist auch relativ groß. Sogar größer als Syndia. Das ist so ein Königreich aus Sandstein. Aber ja, es ist auch um einiges gefährlicher, würde ich sagen. Wir können da mal ja hochklettern und schauen,
Ob es irgendwas gibt hier? Scheint aber nicht so. Ihr seht jetzt, wenn ich mich gar nicht bewege, dann hören mich die Zombies auch nicht. Wenn ich sneak, dann hören sie mich auch nicht. Wenn ich normal gehe, hören sie mich halt so mittel. Und wenn ich sprinte, dann hören sie mich sehr. Ich weiß gerade gar nicht, wie es das maximal erreicht ist, dass sie mich hören. Ich glaube so. Ja, so. Aber das wollen wir natürlich nicht. Denn, naja, es wird Nacht, das heißt, die Zombies spawnen. Und wir haben ja gesehen, Zombies können, zumindest die Shiny Toes, die sind richtig krass, aber so ein Versagen, der ist stark. Vielleicht begegnen wir einem hier, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Aber wenn ihr schon früher einen sehen wollt, könnt ihr wie gesagt bei RTs folgen, gucken. Da haben wir einen bekämpft, zumindest ja versucht. Und dann ist der vor Angst weggerannt, nachdem er T getötet hat. Bin ich dann gekommen und dann ist er weggerannt von mir. Und ja, dann haben wir ihn also so besiegt eigentlich. Und Eason fällt relativ häufig der Invasion zu, kommt mir so vor. Aber eine andere Stadt habe ich eigentlich noch nie gelesen, dass das passiert ist. Sind immer noch viele Leute in der Nähe? Ja, sind es. Ach, ich soll lernen, wie ich mein eigenes Haus baue. Nee. Vielleicht bauen wir ein Haus mal irgendwann. Allerdings braucht man dazu richtig viel. 500 Questpoints, glaube ich, dazu. Und das dauert, denke ich, richtig lange. Und ja, was ich euch sagen wollte. Splatoon, dieses Splash. Ich bin mittlerweile auf Level 50 dort. Und ich habe mir beide Waffen gekauft, den Roller und den Mega-Konzentrator. Ab Level 50 gibt es ja da eine ziemliche Waffenflaute dann. Nur noch, weil es dann ab 100 gibt es die nächste Waffe erst. Das ist der Ultra-Roller dann. Einfach eine verbesserte Version vom normalen Roller. Ich sag noch nicht, wie ich diese Waffen finde. Es ist ja einmal ein Upgrade. Vom Junior-Kleckser fand ich das Upgrade ja nicht so cool. Und den Klecks-Konzentrator fand ich ja auch nicht wirklich gut. Also könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass wie mir der Mega-Konzentrator gefällt. Und das Mega-Konzentrator, das wird auch vor dem Roller geben. Weil, ja. Es ist in der Liste auch so. Es gibt relativ wenige Waffen. Da nur. Eigentlich nur drei Waffenarten und jeweils das Upgrade davon. Ist ein bisschen schade. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da noch mehr kommen. Und vor allem, dass das mit der Kleidung durchgesetzt wird. Heute hat ja ein Developer auf meinen Beitrag da geantwortet und scheinbar gibt es auf dem Device-Server genau einen einzigen Teamler und sonst keinen und wirklich freundlich war der jetzt auch nicht. Also weiß ich nicht, ob das mit der Kleidung durchgesetzt wird. Es würde auf jeden Fall keinen Sinn ergeben, wenn es nicht, weil wozu gibt es die Kleidung dann? Einfach zum Abzocken von den Usern? Beziehungsweise von denen, wo die einfach zu viele Cookies haben und nicht wissen, was sie machen sollen, dass die noch was ausgeben können für Splatoon, wenn sie nie in den anderen Modi auch sich schon alles gekauft haben. Und ja, vor allem es ist ja 750, das kostet so viel wie der normale Konzentrator.
Und Konzentrator ist eine Waffe für Level 40. Also, ja. Vielleicht haben die dabei einfach nicht nachgedacht oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich weiß. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Splatoon-Videos sehen wollt, nachdem das Roller-Video kam. Weil bis jetzt habe ich ja von jeder Waffe ein Video gemacht oder werde machen. Vorne ist ein Friedhof oder so. Und ja, nach dem Roller ist ja eigentlich eine Waffenflaute sozusagen. Da kommt ja dann einfach 50 Level gar nichts. Also könnt ihr mal schreiben, ob ihr da Lust drauf habt. Und wenn ich das mache, dann werde ich auch versuchen, irgendwen dabei zu haben. Vielleicht Zebby. Oder so. Oder RT vielleicht. Ist da ein Spieler? Da ist ein Spieler. Hey! Rennt er weg von mir? Ich glaube schon. Aber warum? Gondel. Hallo. Rennt er weg von mir? Oder ignoriert er mich einfach? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal jetzt hinterherrennen. Vielleicht erwische ich ihn noch. Töten kann ich ihn ja eh nicht. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso er wegrennt von mir. Dort vorne ist er. Ich frage mich, was er machen wird. Hallo, Gondel. Die Gondel. Gondel. Oh, wieso mag er mich nicht? Ich muss jetzt auch was trinken. Dann werden wir mal in diese Stadt dort gehen. Gehen wir eigentlich gerade Richtung Norden? Sind wir Richtung... Wir sind Richtung Norden gegangen. Ich habe bessere Rüstung als er. You can't kill me. So ein Bob. Soll ich ihm mal Angst machen? Malen? Ich kann ihn natürlich nicht töten. Ich will ihm jetzt nur ein bisschen Angst machen. So ein bisschen trolla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 l
beziehungsweise was ich aufgemacht habe. Die Folge geht jetzt schon 5 Minuten, 15 Minuten. Ich habe nämlich gerade auf meinen Timer geguckt. Och, kein Headshot. Ich wusste gar nicht, dass sie das droppen können. Ich habe keine Pfeile mehr. Lass mich in Ruhe. Wir werden jetzt einfach noch einen Ofen suchen. Hier haben wir auch schon einen. Hier gibt es schon mal ziemlich viele coole Heiltränke, beziehungsweise viele. Okay. Dann würde ich sagen, ja, das Haus hier ist ganz schön. Und hier gibt es viele Heiltränke. Echt mal. Das ist ja voll cool, die Stadt. Ja, dann nehmen wir das mal wieder raus. Nehmen Sie die Hotbar und dann würde ich sagen, das. Was willst du von mir? Geh weg. So. Jetzt haben wir zwar ein bisschen was an der Tür, aber egal. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann tschüss. Und ja, ich esse eine Melone und einen Apfel und verabschiede mich.